Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Terranigma. Ja, wir haben es endlich geschafft und sind jetzt hier in Nordamerika angelangt oder angekommen. Und ja, wir sehen, wir haben hier schon mal zwei Siedlungen. Wir haben da bestimmt irgend so ein Höhlengebiet. Hier gibt es einiges zu entdecken, auch wenn es erstmal relativ leer aussieht. Ja? Und ja, wir haben hier natürlich auch eine Brücke. Aber ob diese Brücke schon existiert, können wir aber kurz mal schauen. Nee, in Colorado sind wir hier und die existiert noch nicht. Ja, ihr geht über den Colorado River und die existiert noch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich was für tun. Dass wir einfach mal von ja, Nordamerika quer über oder einfach quer, ja, durch, wie soll man sagen, überqueren können, genau. Aber wir wollen ja in die zugehörige Stadt des Hafens gehen und die hieß ja Liberita, ne? Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch diese Stadt hier Liberita heißt. Und Leute, ja, die ist an New York angelehnt. Also ganz besonders. Wir sehen auch, die Mädels sind hier ein bisschen freizügiger gekleidet. Passt also auch zum Namen. Sprechen wir mal hier mit dir. So. Du bist zum ersten Mal in Liberita. Hier ist ganz schön was los. In Liberita tummeln sich immer viele Touristen. Ja, so ist das halt. Gut, dann wollen wir auch mal kurz schauen gehen, ob man hier eine gute Waffe sichern kann. Aneignen kann. Ach, hier ist der Magier. Nee, da gehen wir ja wie gesagt nicht rein. So, und dann müsste aber hier der Item- und Waffenshop sein. Genau so sieht's aus. Wo ist was jetzt, frage ich mich. Ach, der hat diese Dinge hier. Ah, okay, die brauchen wir erstmal. Oder doch, die brauchen wir gleich schon, aber gehen wir erstmal nach der Waffe gucken. Auch einen nach unten. Eissperr haben wir ja. Und er hat nur eine gute Rüstung für uns. Ja gut, dann nehmen wir die Rüstung. Die Waffen sind alle schlechter als die, die wir schon haben. Und du, was hast du hier? Du hast hier die einmal die Wunderknolle. Genau, dann brauchen wir. Ja, ist gut, aber dann brauchen wir nochmal Götterknollen. Ja, nehmen wir auch 7 Stück von den Götterknollen und dann sind wir jetzt eigentlich perfekt ausgerüstet. Zwar brauchen wir das hier noch nicht in Liberita, aber ja. Gehen wir mal kurz ins Hotel, ist ja direkt am Stadtanfang. Und was sagt diese hier? Du willst also bleiben? Das kostet 10 Taler. Langweilig, ne? Mal gucken, ob da überhaupt irgendwelche Gäste sind. Dann bleiben wir vielleicht mal eine Nacht. Ach, unser Heinz wieder, ne? Genau. Aber immer noch 0%. Ja, wir haben auch noch nichts eben hier gemacht. Falls ihr euch fragt, ja, du hast doch noch gar nicht Lua und Ahola ausgebaut. Ja, das wird auch noch ein bisschen dauern. Das können wir aber locker nachholen. Also Worldbuilding ist zum Glück immer möglich, so gesehen. Sobald bestimmte Ereignisse passiert sind. Und sie spricht jetzt von Giotto. In Giotto soll das ganze Jahr ein großes Fest stattfinden. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Ich liebe es. Ja, aber wo ist Giotto? Im Westen liegt der reißende Colorado. Wir wollten eine Brücke bauen, aber es war ein glatter Reinfall. Und warum? Wahrscheinlich kein Holz oder so, ne? Was haben wir hier? Oh, hier ist eine Kneipe. Interessant. Was sagt der hier? Dies ist ein freies Land. Was ist dabei, mal einen zu trinken? Was? Oh, da kommt jemand. Du bist mir aber ein Faulenzer. Geh lieber wieder an die Arbeit. Okay, das ist wohl ein Hotelmitarbeiter von dieser Frau da. Und was sagt diese Mieze hier? Bourbon ist nicht schlecht, aber ich bevorzuge etwas Erfrischendes. Aha, ja, mal sehen. Wir servieren nur harte Sachen. Verschwinde, wenn dir das nicht passt. Ja, ist ja gut. Aber ich würde gerne was essen. Kann ich? Nee, kann ich auch nicht. Ah, du bist ja gastfreundlich. Ja, Leute, und auch ein ganz wichtiger Charakter hier, der Skaterboy, der ist cool. Heißt er nicht Perry? Ich meine, Perry heißt er, ja? Hey Bruder, wie siehst du denn aus? Krach mit der Freundin, hä? Freund der Nacht, ich werde dir was zeigen, das dich auffällt. Und jetzt achtet mal auf seine Mucke, die ist Hammer. Danach sagst du mir deine Meinung, einverstanden? Oh yeah, ganz cool. Hip-Hop-Beats. Ja, du fährst ganz normal auf dem Skateboard. So toll ist das jetzt auch nicht. Aber vielleicht kommt. Ah, das ist schon cooler. Oh ja.
Oh ja, Mann, das ist krass. Ja, ist gut, wir wissen es. Wir wissen, dass du hast das drauf. Alles super, alles schön. Oh ja, Perry. Oder hast du nicht so? Jetzt sagst du gar nichts mehr. Naja, wir werden dich aber noch kennenlernen. Du wirst nochmal ganz wichtig werden hier in der Geschichte. Also du bist wieder die aus Lotto, ja? Ich weiß mir noch gar nicht gesagt, wo das ist. Lotterie. Hey, Entschuldigung, ich habe ein bisschen mein Hals irgendwie. Ja, wie soll ich sagen? Bin wohl ein bisschen erkältet. Hey, probiere dein Glück bei unserer Lotterie. Ein Los kostet 20 Taler. Ja, komm, eins können wir ziehen. Von unten. Gar nichts, ja super. Und du, was hast du hier? Unser Getränk wird aus gewürztem Pflanzensaft hergestellt. Nur 10 Taler. Hey, lass mal. Ja, was der Bauer kennt, das isst oder frisst er nicht. Aber Pflanzensaftgetränk, ja, hört sich jetzt nicht so lecker an. Und hier haben wir Tom. Ich heiße Tom. Jeder in der Stadt kennt mich als Feinschmecker. Bring mir schmackhafte Speisen und ich belohne dich. Ah ja, genau. Das ist auch nochmal eine geile Sidequest, die wir machen müssen, um hier Liberita auf, auszubauen. Was sagst du hier nochmal? Der Junge mit dem Skateboard ist ein netter Kerl, oder? Ja. Natürlich ein Angeber, aber wenn man was zum Angeben hat, dann sollte man das auch tun. Wenn es um Mode geht, dann, okay, nochmal. Nochmal, ich spiel's nochmal ab. Wenn es um Mode geht, sind wir ziemlich pingelig. Du hast ja so recht. Wir sind die Trendsetter in Sachen Mode. Du hast ja so recht. Zeigst du uns etwas, das uns gefällt, werden wir dich belohnen. Jo, danke. Und das ist auch wichtig, denn Mode muss natürlich hier hingebracht werden, ja? Ja, New York ist natürlich auch eine Fashionstadt. In dieser Stadt lebt ein Kunstschmied. Er ist sehr begabt. Alle Menschen lieben ihn und schätzen seine Kunstwerke. Aha. Und Sam. Und Sam wird auch ganz wichtig werden. Also in Liberita gibt es so, glaube ich, mit Abstand die meisten Sidequests fürs Worldbuilding. Hallo, du kommst gerade zur richtigen Zeit. Ich habe ein Geschenk. Hörst du mir einen Augenblick zu? Ja, klar. Was ist denn dein Anliegen? Meine Freundin Amanda lebt in Seeheim. Aber ich hatte weder Zeit, sie zu besuchen, noch ihr zu schreiben. Könntest du sie aufsuchen? Ich muss wissen, wie es ihr geht. Ich heiße Sam. Bitte sag Amanda, dass ich immer an sie denke. Diese Bitte ist mir sehr peinlich, aber ich werde mich revanchieren. Ja, klar. Werde ich machen. Sobald ich weiß, wo Seeheim ist, wobei ich es mir schon so ein bisschen denken kann. Ja, und dann gehen wir mal hier rein. Und hier haben wir auch einen weiteren, der ganz wichtig werden wird. Mist, es klappt nicht. Was läuft hier schief? Ich heiße John. Ich beschäftige mich mit der Elektrizität. Also da geht es natürlich um Edison. Aber plötzlich blieb der Prototyp stehen. Kannst du sie für mich verschieben? Ja klar. Komische Maschine. Bitte versuche es mit aller Kraft. Okay, dann vielleicht mal von der Seite hier. Geht's nicht? Hey, soll ich noch weiterschieben? Bitte versuche es mit aller Kraft. Ja, wieso klappt es denn? Ah, jetzt. Ja, sauber. Ich hab's. Ich muss die Reibungshitze in Elektrizität umwandeln. Ja, genau. Vielen Dank, du hast mir einen fabelhaften Tipp gegeben. Ich werde gleich mit dem neuen Forschungsprojekt beginnen. Ja, sauber. Ja, dann haben wir schon mal eine Sache hier geschafft. Auch wenn es uns wahrscheinlich die Wimpern und Augenbrauen gekostet hat. Wer ist da? Perry wird stinksauer, wenn ich Fremde hereinlasse. Ich bin Perrys Freund, Mann. Was sagst du? Bist du neu in Moronia? Wie bitte? Hä? Ich weiß nicht einmal, wovon du sprichst. Ach ja? Verzeih, ich ließ mich von deinem Aussehen irritieren. Moronia? Wir sind doch in Liberita. Und was sagte
beruhigen jetzt die letzte Zuflucht der Waisenkinder. Die Kinder sind nicht böse, doch ziemlich laut und mittellos. Okay, denen können wir ja wahrscheinlich dann auch helfen. Ja, das wissen wir schon. So, wir sollen jetzt Amanda in Seeheim konfrontieren. Wir lassen jetzt Liberita mal kurz Liberita sein. Die Leute kommen ja auch offensichtlich ohne uns, klar. Und Seeheim kann dann ja eigentlich nur hier sein. Ja. Ja, genau, so sieht's aus. So sieht's aus. Dieses Jahr bescherte mir eine hervorragende Ernte. Und wir brauchen den See, doch wir fürchten sein Geheimnis. Wasser kann gut oder böse sein, deshalb sind wir vorsichtig. Wirst du vergiftet, verlierst du kontinuierlich Lebenspunkte. Als ich vergiftet wurde, habe ich mich mit Serum gehalten. Ich wäre jämmerlich verendet, wenn ich kein Serum gehabt hätte. Ja, das glaube ich. Sollen wir nicht erstmal schauen, wo Amanda ist, bevor wir mit den anderen sprechen? Auf der anderen Seite, wenn Amanda nicht frei herumläuft, dann... Ja, ich weiß jetzt schon, dass Amanda eben keine Schwarze ist, sondern Amanda ist dieses blonde Mädchen. Mit dem haben wir ja schon gesprochen. Gehen wir aber mal hier rein. Und Servas, mein Sohn, ist... Achso, Servas. Mein Sohn ist in die Großstadt gezogen. Hier ist es ruhig und friedlicher. Man kann hier gut leben. Okay, und was ist mit dir? Ich liebe es, in Ruhe das Feld zu bestellen. Sollte ich eines Tages wiedergeboren werden, dann als Bauer. Ja, ist doch schön, wenn du deine Berufung gefunden hast. Nicht jeder muss IT-Spezialist sein, ne? Ja. So. In einem der Gebäude bereitet ein junger Kerl Großes vor. Ich weiß allerdings nicht, woran der Typ arbeitet. Schau selbst. In einem der Gebäude... Sollen wir mal hier gucken, ob es hier ist? Oh, ich glaube, das ist Amanda und sie hat sich einen anderen Macker angelacht. Eine Nachricht für mich? Was? Von Sam? Oh Mann, der Typ scheint mich immer noch zu mögen. Wir waren mal ein Paar, doch das ist lange her. Leider liebte er seine Maschinen mehr als mich. Inzwischen habe ich einen neuen Freund. Sag das, Sam. Also das möchte ich ihm eigentlich nicht gerne überbringen, aber ja gut, werde ich dann irgendwie machen. Und du, was machst du hier? Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin ein begnadeter Koch. Das Essen zu Hause war so schlecht, dass ich selbst anfing zu kochen. Doch inzwischen sind mir die Ideen ausgegangen. Wie soll ich die Würste zubereiten? Ja, klein schneiden, okay, sowieso wahrscheinlich. Braten. Komm, ich sag mal braten, dann wird daraus eine Bratwurst, ja? Warum brätst du sie nicht? Braten, dafür brauche ich einen Grill, mal sehen. Ich hatte eine Vision, die Welt braucht mich und meine Kochkunst. Ja, also, wenn du so davon überzeugt bist, dass du so gut kochen kannst, dann, ja, mach es. Und wen haben wir hier? Mutter sagte, dass Frauen, die auf See umkommen, als Nixen heimkehren. Mutter starb auf See. Ob sie wohl eine Nixe wurde? Ja, das kann sehr gut sein. Die Sache mit den Nixen, Freunde, die wird uns sowieso noch ein bisschen begleiten. Oh, hier ist wieder eine ältere Frau. Hihi, hohoho, gute Güte. Ja... Und wir haben jetzt hier ein großes, ja, wie soll ich sagen, großes Hotel. Willkommen, wie kann ich helfen? Okay, hast du sonst noch irgendwie was Wichtiges? Nee. Und du, was hast du als Matrose? Ich bin auf der Suche nach dem Drachenanker in den Great Lakes. Er bewahrt dich vor den Gefahren der zahlreichen Stromschnellen. Ich fürchte mich vor der Gegend drum um die Great Lakes. Es ist unheimlich dort. Ja, wir haben jetzt noch nicht diesen Typen gefunden, der hier in Seeheim großartige Experimente macht. Ja, ja. Komisch, wo soll er denn sein? Wir haben doch jetzt eigentlich jedes Haus oder jedes Gebäude mehr oder weniger durch, ne? Oder ist hier... Ah, schau mal, hier ist mal was. Okay.
Okay, hier haben wir irgendwie was Verstecktes. Wie in The Legend of Zelda, erstmal die ganzen Krüge zerdeppert. So, und dann nochmal ein Vital-Elixier. Ja, warum nicht? Nehmen, trinken wir doch schon mal gerne. By the way, wo es mir einfällt, jetzt lass uns doch mal gucken, was die Prinzessin uns da geschrieben hat. Okay. Nein. Ich will mal sehen, ob ich es lesen kann. Ark liest den Brief. Tatsächlich. Danke, Ark. Ich möchte dir aber nicht mehr zur Last fallen. Ich bin diejenige, die den König ermordet hat. Ja, das war mir irgendwie klar, ja. In meiner Kindheit vertrauten mir meine Eltern ein Geheimnis an. Der König zerstörte unser Dorf und adoptierte mich. Er benutzte mich lediglich, um mir das Geheimnis zu entlocken. Ich hatte keine Wahl und konnte die Vergangenheit nicht vergessen. Nicht nur der König gierte nach dem Geheimnis, auch andere. Fyda erkannte die Situation und verbannte mich aus Loire. Ich kann nicht noch mehr Leute in diese Sachen hineinziehen. Vergib mir bitte meine Grausamkeit. PS, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Oh ja, das hoffe ich aber auch, denn du bist mir ja natürlich aus den vielen Gründen, über die ich schon mit euch gesprochen habe, total ans Herz gewachsen. Ja, und schön, dass wir ihn jetzt gelesen haben. Aber ich habe noch nicht den Typen gefunden, der hier in Seeheim irgendwo großartig was macht. Ja? Wo ist dieser Typ? Der ist ja nirgends zu sehen, oder? Der müsste eigentlich hier sein. Ich kann natürlich jetzt rausgehen, vielleicht ist das ein zweiscreeniges, ja, ein zweiscreeniges Dorf. Was steht hier? Kann ich gar nicht lesen. Und der sagt wieder, bla bla bla, Gegebenheiten, Gesetze, Stadt, Wachstumsrate 0%. Und ich glaube, hier ist der Typ. Genau, hier ist der Typ, der ganz wichtig ist. Und der arbeitet hier an ganz krassen Maschinen. Jetzt lesen wir mal, was hier steht. Was ist das? Sieht wie ein Tagebuch aus. Mal sehen. XX oder X von X. Test des Prototypen 9 verlief negativ. Er ist abgestürzt. Irgendetwas fehlt noch. Doch was? Prototyp 10 ist fertiggestellt. Endlich. Der Test wird am See stattfinden. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Okay, der scheint irgendwie an Fluggeräten zu arbeiten. Ja, das ist ja interessant. Ja, Leute. Alle reden so von den Seen. Wir sollen einmal da schauen wegen den Nixen und Nixenmantel und hast du nicht gesehen. Und alles findet irgendwie da an den Great Lakes statt. Das ist schon sehr interessant. Kann ich übrigens hier in irgendeinen Wald reingehen? Ja, geht auch. Ist hier denn was? Wind steht hier nur. Ja, ach so, hier ist ein Boss. Ja gut, dann machen wir den nochmal kurz platt. Oder war ja gar kein richtiger Boss, ne? Aber Holz haben wir gefunden. Geil. Ja, und ich kann mir vorstellen, wofür wir das Holz gebrauchen können, Freunde. Mit Sicherheit wird davon die Brücke gebaut werden. Weil die war nämlich aus Holz. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Und noch einmal. Dann haben wir das schon mal erledigt. Sauber. Aber warum sie hier den Waldwind genannt haben, naja, das fand ich schon, finde ich schon ein bisschen komisch. Gibt es sonst noch was, wo wir hier gerade hin können? Okay. Aha. Auch der Wald hat nichts mehr zu bieten. Hier ebenfalls nicht. Ja, Leute, dann würde ich tatsächlich sagen, gehen wir in dieses neue Gebiet, wo der nächste Dungeon auch sein wird. Und ja, Freunde, ich würde sagen, hier stoppen wir erstmal. Ja? Bis zum nächsten Mal.